rein in die Pressekonferenz. Lecker gestärkt mit der Viererkette High-Protein-Pudding von Dr. Oetker. So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Die beiden Cheftrainer hier mit mir auf dem Podium und den beiden gehört das erste Wort. Angefangen mit Herrn Kramer, können Sie ganz kurz das Spiel aus Ihrer Sicht für uns skizzieren? Ja, hallo zusammen. Ich denke, es war ein sehr intensives Spiel auf beiden Seiten mit unheimlich vielen Zweikämpfen und sehr eng und tough geführt. Jeder hatte versucht, so ein bisschen das Spiel ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Ja, ich glaube, dass es trotzdem insgesamt so ein bisschen zerfahren war. Und es war halt einfach ein Abnutzungskampf, so wie das, wenn es um Klassenerhalt geht und wenn es um Punkte geht für den Klassenerhalt, halt einfach oft der Fall ist. Wir gehen in Rückstand durch einen Elfmeter, den ich noch nicht gesehen habe. Und da finde ich dann, ist die Mannschaft gut dagegen angegangen, ist zurückgekommen nach dem Rückstand. Ja. Und er hat sich gewehrt und hat dann auch versucht, mit Macht auf den Ausgleich zu gehen. Und wir sind natürlich happy, dass wir das noch geschafft haben. Ja, und am Schluss hat man dann schon gesehen, da war das noch ein bisschen ein Hauen und Stechen. Wir nehmen den Punkt mit, wissen aber auch, dass wir noch besser Fußball spielen können, dass das noch nicht so klar war, wie wir das haben wollen. Ja, dass vielleicht auch der eine oder andere lange Ball wäre vielleicht auch gar nicht notwendig gewesen, aber insgesamt einfach eine intensive Partie, wo es um sehr viel ging. Vielen Dank, Herr Kramer. Bo, wie hast du das Spiel gesehen? Sehr ähnlich. Also es war zu erwarten, dass es heute auch ein umkämpftes Spiel dann auch wird. Und da haben wir dann auch gesehen, erste Halbzeit ausgeglichen, nicht viele Torchancen. Bielefeld hatte eine Großchance, wie ein oder zwei. Und zweite Halbzeit finde ich, es war ein bisschen wild, das Spiel. Große Abstände und hin und her. Und trotzdem haben wir die, sag mal, gefährlicher Szenen und auch vielleicht Torchancen gehabt, wo wir einfach versäumt haben, es sauber genug so Ende zu spielen im letzten Drittel. Und gehen dann auch ins Führung und das müssen wir einfach besser dann auch machen. Also nicht defensiv. Ich finde, das Tor ist halt schwer zu verhindern, aber dass wir nicht das zweite Tor dann auch machen, aus viele gute, aussichtsreichen Positionen, wo wir entweder im Torabschluss oder im letzten Pass oder in die Abläufe im letzten Drittel einfach nicht sauber genug waren. Und ist halt so. Es ist schade, insbesondere wenn wir in Führung gegangen sind, dass wir nicht das Spiel am Ende gewonnen, aber ein Punkt ist wie es ist. Und ich glaube, die nächste Woche würde uns gut tun, eine gute Trainingswoche zu absolvieren und wir bleiben einfach unserer Linie treu. Vielen Dank, Bo. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Fragen. Bitte heben Sie kurz digital die Hand. Wir werden Sie dann namentlich aufrufen. Dann können Sie Ihr Mikrofon freischalten und die Fragen stellen. Dirk Schuster, bitte mit der ersten Frage. Ja, guten Tag zusammen. Herr Kramer, eine Frage an Sie. Ich habe am Ende eineinhalb Torchancen gezählt für Arminia Bielefeld. Hat für einen Punkt gereicht. Sind Sie trotzdem insgesamt von der Offensivleistung Ihrer Mannschaft eher etwas enttäuscht heute? Oder war Defensive dann doch oberstes Gebot, die Sicherung des eigenen Tores? Oberstes Gebot weiß ich nicht. Ja. Wir spielen natürlich auch das Spiel, um Tore zu schießen, ist doch ganz klar. Nur da gibt es halt auch einen Gegner, der dann halt robust verteidigt, der sehr geordnet war, ja, der sehr intensiv gegen den Ball gespielt hat. Ich bin nicht enttäuscht, wenn wir es permanent versucht haben. Ja, uns hat da manchmal einfach die Klarheit gefehlt, vielleicht auch das eine oder andere Mal die Ruhe, eine bessere Balance zu finden, ja, zwischen Wucht und Intensität, aber auch Präzision und klare Struktur. Tobias Goldbrunner von der Allgemeinen Zeitung Mainz, bitte. Ja, Sven, schon das Thema Chancenverwertung haben wir ja immer öfter mal. Wie sehr sind Sie da heute auch wieder dran verzweifelt, gerade in der ersten Viertelstunde? Verzweifelt war ich nicht. Ist trotzdem auch meine Aufgabe als Trainer analytisch, das halt zu sehen. Und die zwei Torchancen für Leandro Barrero erste Halbzeit. Ist halt so, muss man auch sagen, dass der Torwart gut hält, insbesondere bei der ersten Torchance. Mir hat es eher geärgert in der zweiten Halbzeit, wo wir es einfach nicht sauber so Ende gespielt haben. Da müssen wir dran beim Training.
Jan Ahlers, bitte. Ja, hallo zusammen. Auch eine Frage an Herrn Kramer von mir. Defensiv heute hatten Sie in der Innenverteidigung ja Mike van der Hoorn. Neben Joachim Nilsson in ein, zwei Aktionen wirken die beiden heute meiner Meinung nach nicht so ganz sicher. Wie stehen Sie zu der Aussage? Entschuldigung, Faden verloren. Nilsson kam ja erst am Freitag zurück von der Nationalmannschaft. Welche Rolle spielte das vielleicht auch, dass die beiden jetzt nicht so viel Zeit hatten, miteinander zusammen noch viele Einheiten zu spielen? Nicht so viel Zeit ist ja noch ein bisschen untertrieben. Sie hatten schlicht gar keine Zeit, sich einzuspielen. Aber okay, das ist halt nun mal so. Ja, nach so einer Länderspielpause muss man sofort da sein. Ich finde, im Großen und Ganzen haben die Jungs das gut gemacht. In der einen oder anderen Situation hätte man sie natürlich auch noch mal besser unterstützen können. Aber ja, das ist dann nicht immer so alles gefestigt. Ja. Das findet alles in einer hohen Dynamik statt. Es ist alles, das alles so ein bisschen hauen und stechen. Ja, da ist es schon normal, dass man vielleicht auch mal nicht ganz so auf der Höhe ist. Aber insgesamt, finde ich, haben die beiden das ordentlich gemacht. Michael Ebert vom Kicker mit der nächsten Frage, bitte. Eine Frage an Bo Svensson. Gibt es denn schon eine erste Diagnose bei Danny da Costa? Nein, habe ich noch nicht. Tobias Goldbrunner von der Allgemeinen Zeitung. Daran angeknüpft, Herr Svensson, was hat denn dann den Ausschlag für Daniel Brosinski heute gegeben? Also war der Danny auch vor dem Spiel noch nicht ganz bei 100%? Ja, es sind Mischungen aus mehr Sachen. Der Brosi war über Wochen einfach gut drauf und der Danny hat nur zweimal komplett mittrainiert. Und es war meine Entscheidung, ein Spieler, der es auch letztendlich verdient hat und auch bei absolut 100% dann auch war, spielen zu lassen. Und das war ein bisschen mit Danny zu tun und auch ein bisschen mehr mit Brosi zu tun. Peter Dörr von der Bild-Zeitung, bitte. Bo, wenn du mal auf die Tabelle guckst und die Gesamtsituation mal so ganz kurz für uns aus deiner Sicht benennen könntest. Köln hat verloren, hab da einen Punkt gut gemacht, aber wie siehst du so die Gesamtsituation da unten jetzt für euch? Was denkst du, was meine Antwort ist, Peter? Was Köln gemacht hat oder sonst was, das kann ich eh nicht beeinflussen. Ich gucke, was meine Mannschaft hier heute geliefert hat. Und das war teilweise in Ordnung und teilweise haben wir einfach Dinge besser machen können. Und da fängt es schon an und das werden wir die Jungs morgen ganz klar auch zeigen. Wir gehen in die Trainingswoche und versuchen da, die Sachen besser zu machen für das nächste Spiel. Was in der Tabelle passiert, ja, das wird 7 Spiele noch, es kann noch hoch und runter dann auch gehen. Wir können die Sachen beeinflussen und wir werden die Sachen versuchen zu beeinflussen, die wir beeinflussen können. Und am Ende hat Köln heute in Wolfsburg gespielt. Wir waren hier. Der Kollege Dirk Schuster nochmal. Ja, noch eine weitere Frage an Frank Kramer. Herr Kramer, Sie haben Fabian Klos draußen gelassen. War das im Endeffekt dann doch dieser Fußverletzung in erster Linie geschuldet oder hatte das andere Gründe? Wenn ja, welche? Der Fabi, der hat so eine lange Risswunde gehabt im letzten Spiel, die so aufgeklafft ist und genäht werden musste, dass es erst einmal eine Woche lang unmöglich in den Schuh zu kommen. Und am Montag sind ihm die Fäden gezogen worden. Am Dienstag hat er dann das erste Training gemacht. Ja, und das sind 10, 11 Tage ohne jegliche Belastung. Da muss man ja schon sagen, Da muss man erstmal Rhythmus aufnehmen, da muss man die Intensität erstmal wieder kriegen und so weiter. Ja, und dann ist es halt immer so, dass vielleicht ein anderer in dem Fall, der dann auch durchtrainiert hat, dann einfach irgendwo körperlich ein bisschen mehr leisten kann. Ja, der Fabi ist für uns ein wichtiger Spieler, das haben wir auch heute wieder gesehen. Ja, und wir haben auch heute wieder gesehen, dass wenn es zum Abholen geht, ja, wenn es irgendwas gibt dann so, wenn es in die Crunch-Time geht, ja, dann brauchen wir den Fabi in den richtigen Zonen auf dem Platz. Ja, und wenn du da
mit diesem Trainingsausfall, ja, und mit diesen fehlenden Trainingseinheiten, ja, ist es natürlich total schwer. Das wissen wir. Diese Intensität, das habe ich mit ihm besprochen und da waren wir beide einer Meinung, diese Intensität von Anfang an, die heute da auch geboten war, ja, die ist schwierig, wenn du so lange aus dem Training bist. Deswegen morgen einmal schütteln, dann ab nächster Woche wieder richtig trainieren, ja, und dann sehen wir weiter, wie wir das alles zusammenbauen. Also nochmal, da gibt's keine anderen Gründe, sondern gibt's einfach nur den Grund, wir brauchen fitte Leute, die richtig, richtig intensiv ackern können, auch in der vordersten Reihe. Und das wäre schwierig gewesen über einen längeren Zeitraum heute. Jan Ahlers, bitte nochmal. Herr Kramer, dann daran anschließend, vielleicht können Sie noch ein, zwei Worte sagen zu dem Spieler, der Fabian Klos ersetzt hat. Andreas Vogelsammer hat ja beide Chancen gehabt, sein erstes Tor heute gemacht, aber auch darüber hinaus, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison quasi 90 Minuten gespielt, also bis kurz vor Ende. Und er hatte ja diese Vorgeschichte mit den zwei schweren Fußverletzungen. Wie nah ist er mittlerweile wieder an 100%? Ja, ich denke, man hat heute schon gesehen, dass der Vogel der Mannschaft einfach auch wirklich was geben kann. Ja? Und dann Präsenz hat auch. Auch bis zu dem Tor hat man das gesehen. Ja, ich finde, dass er da immer Aktionen auch gesetzt hat, unangenehm zu verteidigen war, einfach entschlossen und zielstrebig auch war. Und 100%, ja, da müssen wir erstmal noch ausreizen, wo die dann in der Bundesliga genau liegen. Ja? Aber ich denke schon, er ist jetzt einfach körperlich wieder anders beieinander. Wir müssen trotzdem gut auf ihn aufpassen, ja, weil nach so einer langen Verletzung ist es natürlich auch schwierig, ja, in englischen Wochen, Woche für Woche, das zu gehen, ja, gerade bei so einem schnellkräftigen Spieler, wie das beim Vogel der Fall ist, ja, da müssen wir immer wachsames Auge drauf haben und uns gut um ihn kümmern, damit wir eben auch bis zum Schluss am Start haben. Und wir brauchen ihn, das wissen wir und das hat er heute gezeigt. Ich freue mich unheimlich, dass er sich selber belohnt hat für seinen Aufwand, den er gegangen ist. Ja, und jetzt Mund abputzen und den gleichen Aufwand, den haben wir dann am Freitag wiederzubringen. Ich sehe keine weiteren Handzeichen mehr, sehe ich das richtig? Ich nehme an, ich sehe das richtig. Dann danke ich Ihnen für eure Fragen, ja, und wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern und natürlich auch den lieben Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne sowie meinen Kolleginnen aus Bielefeld und meinen Kollegen natürlich auch ein besinnliches Ostern. Bleibt gesund.